Willkommen zurück. Wir setzen jetzt das Finale von The Witcher fort. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll mit den Problemen oder mich drüber aufzuregen. Ob ich mich jetzt über die Dorfbewohner aufregen soll, dass die jetzt hier mit einem wütenden Mob offenbar angerückt sind. Oder über die Salamandra, die mit kleinen Kindern irgendwie Handel treiben. Oder mit Abigail, die offenbar hier zu einem magischen Gegenschlag ausholen möchte und das ganze Dorf auslöschen will. Oder bei mir, dass ich es in der Gegenwart von Kindern auf dem Höhlenboden mit einer Hexe treibe. Also irgendwie haben wir hier alle unsere moralischen Grundwerte mal so eben über den Haufen geworfen. Aber bevor ich da rausgehe, will ich auf jeden Fall nochmal gucken, was ich noch an Tränken gerade griffbereit habe. Weiße Möwe, Schneesturm, Schwalbe auf jeden Fall. Aber mir wäre Waldkauz auch nochmal ganz relativ wichtig. Haben wir nicht. Das heißt, das... Hallo. Und einmal Schwalbe möchte ich auch noch gerne zubereiten. Nee, da ging das nicht. Wo ging Alchemie? Ach, egal. Dann mache ich es halt so. Über den Schnellzugriff. So. Schwalbe können wir... Ja. Kirschgeist, Tinktur. Ja, wir haben... Ah ja, wir haben noch genug Tränke. Wunderbar. So, und dann... Noch einmal Waldkauz. Ab dafür. So, das muss jetzt eigentlich reichen. Ja, das muss reichen. Ich will nicht wissen, was in dem Kessel drin ist. Sieht ja ekelhaft aus. So, da geht's raus. Stellen wir uns dem Mob. Ja, ich denke, wir stellen uns dem Mob. Da. Verbrennt die Geliebte des Teufels! Lass die Hexe unter Schmerzen sterben! Die Hexe versteckt sich dort drinnen. Soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren, dann wird uns die Bestie verschonen. Nicht so schnell. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert! Sie hat meinen Bruder verzaubert! Sie wollte ihn stehlen! Ihn und sein Gold! Mein Bruder hat sie verschmäht! Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich, benutzte mich, um ihn zu töten, diese Heimtücke. In ihrer Hütte bemerkte ich eine Puppe, die euch ähnelt. Ich träume noch jetzt davon, wie ihre Magie den Mord beging. Sie verdient den Tod. Ja, wir dürfen mal wieder Vermittler spielen, was überhaupt nicht unser Job ist. Also wir können uns jetzt einmal gegen den Mob stellen und einmal gegen Abigail. Aber Leute, ich glaube, es ist klar, auf wessen Seite wir uns schlagen. Euer Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Warum hört ihr auf ihn, Geistlicher? Er ist ein Mutant, eine Missgeburt, ein Hexer! Was ist eure Anklage, Haren? Sie machte mich zum Hafker. Sie versprach mir ihren Körper, wenn ich den Skoyatel helfe. Ich verachte Anderlinge, aber ich musste Handel mit ihnen treiben. Euch ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Es gibt auch Prinzipien, denen man treu sein muss. Aber natürlich gibt es die Prinzipien und da hältst du dich auch ganz toll dran. Du bist ein super Junge.
Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Die Hexe hat Odo und Haren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. Naja, ich meine, was möchte ich auch anderes erwarten? Ich meine, die drei oder die vier, ist ja klar, dass die sich zusammentun, weil sie ja alle irgendwie unter einer Decke stecken. Ist es doch logisch, dass sie das leugnen. Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen. Aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie herbeigerufen. Aber es ist interessant, wir haben immer noch die Möglichkeit, uns umzuentscheiden. Mich persönlich würde interessieren, was passiert, wenn wir uns jetzt auf einmal sagen, wenn wir sagen, Abigail ist schuldig, aber das können wir so natürlich nicht zulassen. Nein, ihr seid die Schuldigen. Schweigt, Dreckskerl. Ihr seid der Anführer dieser Schurkenbande und müsst damit wissen, dass sie Kinder an die Salamander verkaufen. Und ihr habt von der Vergewaltigung und dem Mord gewusst. Ich spucke auf euch. Ihr seid alle gleich. Alle schuldig. Das werdet ihr bereuen. Ich hole Abigail. Geht wieder heim. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Werkzeuge des Chaos, Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. Frauen werden nur von der Fleischeslust geleitet. Um ihre unstillbare Lüsternheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen, lassen sie sich mit Dämonen ein. Die wollen uns töten. Habt keine Angst. Da ist sie! Verbrennt, die elende Hexe! Niemand verbrennt hier irgendwen. Freunde, sie wollen uns Angst machen. Fürchtet euch nicht. Sie sind machtlos, wenn wir zusammenhalten. Ach, wirklich? Hinfort, Hexer, und lasst die Hexe hier. Sonst verbrennen wir euch auch. Ich möchte sehen, wie ihr das versucht. Verschwindet. Dann lasse ich euch vielleicht in Frieden. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail. Aber dann komme ich wieder. Und ich schlitze jeden verlausten Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann. Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen. Euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen, wie Menschen. Ihr habt die Wahl. Hab Dank, Geralt. Gehen wir. Wir müssen uns um die Bestie kümmern. Das war der falsche Knopf. Also, es wird ganz schnell Zeit für einmal Schwalbe und einmal Waldkauz. Wo ist Waldkauz? Jetzt muss ich erstmal Waldkauz finden. Ist das Waldkauz? Das ist Waldkauz. Außerdem brenne ich. Hey, ich benutze doch Rechtsklicken. Irgendwie funktioniert das gerade nicht. Komisch. Verstehe ich jetzt nicht. Oh, scheiße, ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Oh, scheiße.
Boah, die Fraps-Zahlen brechen hier massiv ein. Ich hab sie ge-one-hitted. Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure geholfen habt. Sterbt, verfluchter Mutant! Ich habe genügend Kraft für euch beide. Odo, greift euch die Mistgabel! Also ich kümmere mich gleich um die Leute. Ich laufe mal so lange im Kreis. Aber ich möchte hier nochmal kurz jetzt etwas anmerken. Ich meine, Geistlicher, ich habe Dutzende Ertrunkene niedergemetzelt. Ich habe Ghule in Scharen niedergemetzelt. Ich habe die Bestie mitsamt Hunderten von Bargästen abgeschlachtet. Und jetzt einmal eine Frage an euch. Wie zum Teufel kommen die auf die Idee, dass sie eine Chance gegen mich haben, nach den hunderten Monstern, die ich getötet habe? Wie kommen die auf die Idee, dass sie eine Chance gegen mich haben könnten? Was für ein Kampfstil wende ich denn jetzt am besten an? Starken? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Erstmal metzel ich die Bauern nieder. Oh, ein schöner Salto, Geralt. So, und jetzt, wer von euch will's wissen? Probieren wir mal Igni, brutzeln wir den Geistlichen mal eben in seinem ewigen Feuer. Was für eine Ironie. Haaren auch noch, Igni? Willst du auch noch ein bisschen Igni haben? Kein Problem. So. Walcott's donner ich auch mal kurz noch rein. Ach, jetzt haben wir wieder, was haben wir jetzt für einen Effekt? Rubido-Dominant-Effekt. Ach ja, noch dieser Vitalitätseffekt. Ach, das hätte ich bei der Bestie gerade eben nochmal schnell benutzen können. Ja, Finishing Move. Das mag ich am liebsten. Kriegen wir das bei den anderen auch hin? Was meint ihr? Yep. Kriegen wir das beim Geistlichen auch hin? Was hat der da überhaupt für eine Waffe? Ein Steinhammer? Junge, du bist doch kein Neandertaler. Wobei, eigentlich ja doch. Irgendwie schon so ein bisschen. Och, ist das nicht niedlich? Guck mal, wie er versucht, mich zu hauen. Guck mal, wie er versucht, mich zu hauen. Das ist ja unglaublich. Och, er hat mich echt getroffen. Oh, lalalala. Na komm, jetzt ist genug gespielt jetzt hier. Nein, doch nicht so. Komm, steh auf. Steh auf, Mensch. Ich will dir so richtig schön eine in die Fresse hauen. Ende Gelände. Abigail zuckt noch und sie lebt auch noch. Gott sei Dank. Jetzt loote ich erstmal die Bestie. Okay, was will sie damit? Vielleicht war sie doch verheiratet. Oh je. Ektoplasma und Hauch des Jenseits. Spezialsubstanz. So. Was war hier noch? Hier war doch gerade auch noch was. So, jetzt weiß ich auch wieder, wie das geht. Dass man hier alles sehen kann. Da habe ich ja den netten, nochmal den netten Hinweis von der Metro LP bekommen. Nachdem ich das vergessen hatte. Zwei Ohrens. So, was hat Odo dabei? 120 Ohrens. Steinhammer, ja klar. Was will ich mit dem Steinhammer? 100 Ohrens von Haaren. Und was hat der Geistliche dabei? Er hat natürlich das meiste Geld. Natürlich, die Kirche wieder. Bettelarm wie noch was. Ein Freibrief. Die Person, die dieses Dokument vorzeigt, hat das Recht, Visima jederzeit zu betreten. Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet.
Wer wäre ich denn sonst? Hab Dank und lebt wohl. Ja, und auch diese Quest abgeschlossen. Dann würde ich sagen, sind wir hier fertig. Die Bestie ist besiegt, aber irgendwie hätte ich sie mir größer vorgestellt, muss ich sagen. Naja, egal, es hat auch so gereicht. Sie hat Mordsschaden gemacht. Ich muss sagen, ihr seht es ja hier. Aber was für ein epischer Auftakt von der Bestie. Ich meine, sie läuft und dann fängt hier alles an zu brennen. Fraps kommt damit auch gerade überhaupt nicht zurecht. Kann ich euch noch? Nee. Nee, euch ist nicht mehr zu helfen. Überall Leichen. Meine Güte, was ist denn hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott. Wie oft will ich das eigentlich noch sagen? Oh mein Gott. Wow. Ein Blutbad. Und ihr habt mich nicht mitmachen lassen. Das gucke ich mir jetzt noch einmal hier an. Das ist ja unglaublich. Alle tot. Ja, das mit dem ein neues Leben anfangen, das hat sich jetzt dann wohl auch irgendwie erübrigt, oder? Sehe ich doch richtig. Aber der Kampf war super episch, fand ich. Fand ich. Geiles Deutsch heute mal wieder. Fand ich. Die brennenden Häuser. Und die Bestie hat übel Schaden gemacht. Das war Riesendusel, dass ich die one-hitten konnte. Och nö. Nee, komm. Also ganz ehrlich, was willst du denn jetzt noch hier? Sag mal, du hast auch nichts mitbekommen, oder? Offenbar nicht, sonst wüsste er, dass ich Geralt Bestientöter bin. Naja. Wenn er das so will. Weil ich glaube, wenn ich es nicht geschafft hätte, die Bestie zu one-hitten... Das war auch mit Schwalbe knapp. Vielleicht hätte sie mich geschlagen. Aber hätte, wäre, könnte... Zählt nicht. So, Shani ist da. Shankwert ist immer noch tot. Ja. Dann mache ich jetzt nochmal eine Unterbrechung. Und beim nächsten Mal reden wir dann mit Shani und gucken, dass wir die ganze Geschichte jetzt mal so langsam hier wirklich endgültig zum Ende bringen. Also, bis zum nächsten Mal.